Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Eben hat mein Bruder eine wunderschöne Frage gestellt. Sie war: Darf meine Frau mich anschreien? Darf meine Frau mich anschreien? Und die Antwort ist natürlich, dass es nicht vom islamischen Benehmen ist, dass die Frau den Mann anschreit. Aber genauso ist es nicht vom islamischen Benehmen, dass der Mann die Frau anschreit. Aber Leute, ich bin lange dabei. Wisst ihr, warum solche Fragen dann oft gestellt werden? Von den Brüdern oder auch von den Schwestern ähnliche Fragen? Um zu sagen, hier, guck mal, hier. Da, hier, guck mal, ist mein Handy, guck mal. Der Pierre Vogel hat gesagt, du darfst das nicht. So, deswegen muss man natürlich erstmal die Frage stellen, warum hat die Frau denn geschrien? Ist sie einfach so aus dem Bett gefallen? Oder stand die auf einmal neben dem Bett von einem mit dem Kissen, fing an, auf einen einzuschlagen und zu schreien? Ich habe schon solche Fälle gehabt, tatsächlich. Aber bei solchen Fällen sage ich natürlich, vielleicht muss man mal Rukia machen, vielleicht ist man besessen. Aber hier muss man erstmal die Frage stellen, warum wird ein Mensch eigentlich wütend? Oder warum übertreibt er bei der Wut? Denn der Prophet a.s.w. sagte einmal zu einem Sahabi, der von ihm einen Ratschlag haben wollte, sagte er, letardab. Und er gab ihm immer wieder den Ratschlag, letardab. Ich habe da einen Vortrag drüber, der heißt Zürne nicht. Könnt ihr euch anschauen auf YouTube. Und Abu Zayd al-Kairawani, einer der großen melikitischen Gelehrten, sagten, Jami Adab al-Khair tatafarra'u min arba ahadith. Alle guten Charaktereigenschaften, Benehmensarten gehen von vier Hadithen aus. Man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir falyakul khairan aw liyasmut. Also wer an Allah an den jüngsten Tag glaubt, der soll Gutes reden oder schweigen. Wer an Allah an den jüngsten Tag glaubt, der soll seinen Nachbarn ehren. Wer an Allah an den jüngsten Tag glaubt, der soll seinen Gast ehren. Und dann min husn al-islam al-mar'i tarku ma la ya'ni, zum Guten Islam einer Person gehört, dass er das lässt, sich nicht um das kümmert, was ihn nichts angeht. Und dann der Hadith, wo der Prophet Ali, und dann Hadith la tardab, zürne nicht, und der Hadith la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Niemand von euch glaubt eher, bis er für seinen Bruder das liebt, was er für sich selber liebt. So, jetzt. Aber wir kennen Situationen, wo der Prophet alayhi salatu wassalam auch wütend war. Zum Beispiel auf der Minbar, dass er Wut gezeigt hat und geschrien hat auf der Minbar. Gibt es Hadith in Sahih Muslim. Und die Wut ist eine menschliche Eigenschaft, die man hat, wie man Angst hat. All diese Emotionen, die man hat, die können für einen nützlich sein oder gegen einen sein. Zum Beispiel Angst. Warum habe ich Angst? Warum hat man Angst, zum Beispiel mit 118 in die Kurve zu fahren? Das ist ein Mechanismus, der einen schützen soll, davor einen Fehler zu machen. Wenn die Angst aber zu stark wird, wird man feige, und das ist eine schlechte Charaktereigenschaft. Und Mut bedeutet, Angst zu überwinden. Wut darf einen nicht dazu führen, ungerecht zu sein und die Maße zu überschreiten. Aber warum kriegt der Mensch Wut? Weil er dadurch beispielsweise innerhalb von kurzer Zeit viel Energie bereitstellen kann mit dieser Aggression, um sich zu verteidigen. Das heißt, in bestimmten Situationen ist das nützlich. Aber man darf dann nicht ungerecht sein und man darf das Maß nicht überschreiten. Warum gibt es nun Leute, die bei der Wut überschreiten? Und der Prophet hat ja diesen Ratschlag gegeben, zürne nicht. Wie gesagt, Abu Zayd al-Kairawani, rahimahullah, hat das mit zu den wichtigsten Hadith des Adabs genommen. Warum gibt es Leute, die besonders wütend werden? Warum sind die so konditioniert? Ich habe mich viel mit Psychologie beschäftigt, weil ich so viel mit den Muslimen zu tun habe. Das liegt meistens an Referenzerlebnissen, die man schon in der Kindheit gemacht hat. Man kennt zum Beispiel jemanden aus der Familie, der immer wütend geworden ist und dadurch Erfolg hatte, Leute eingeschüchtert hat. Und man speichert das unbewusst im Unterbewusstsein, dass das etwas ist, wodurch ich meinen Willen durchsetzen kann.
Entweder indem ich Leute einschüchter oder indem ich jemandem zeige, ich bin wirklich verletzt. Das heißt, die Frau, die wütend wird, in der Regel, oder auch der Mann, der wütend wird, will er damit zeigen, ich bin wirklich verletzt. Und dann ist es eigentlich das Dümmste, was man machen kann, jemand dann noch Vorwürfe für seine Wut zu machen. Weil er will zeigen, er oder sie will zeigen, ich bin verletzt. Sondern wenn man dann auf diese Person eingeht, ja, dann wird sie viel eher bereit sein, dass die Wut sich abbaut. Weil ansonsten, weil diese Person will zeigen, guck mal, du hast mich richtig verletzt, du hast mir wehgetan. Und zeigt diese Wut. Weil die Wut führt meistens zum Schreien. Das ist meistens nicht der normale Wortlaut. So. Und wenn man dann kein Verständnis dafür zeigt, wird die Person meistens noch wütender. Das heißt, man muss ein bisschen den Hebel kennen. Und dann darf man eine Sache nicht vergessen, im Allgemeinen. Egal ob Mann oder Frau. Ja, stimmt, die Frau muss im Endeffekt dem Mann gehorsam sein. Aber gehorsam sein bedeutet nicht Dienstmädchen in dem Sinne, sondern man ist ein Team. Wahrlich, die Frauen sind die engen, die vollkommenen Geschwister der Männer. Die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen sind die einen, die Geschwister der anderen. Sie sind euch ein Gewand und ihr seid ihnen ein Gewand. Und der Prophet a.s.w. sagte, Akmalu mu'minine imanen ahsanum khulukan. Der von den Gläubigen mit dem vollständigsten Iman ist der mit dem besten Charakter. Und der Beste von euch ist der Beste, der zu den Chiyarukum Linisaim, ist der, der am besten zu seinen Frauen ist. Das heißt, Leute, wenn jemand ausrastet, wie gesagt, ich muss auch an diesen Sachen arbeiten, ich glaube, wir müssen alle an unserem Charakter arbeiten. Aber man sollte dann fragen, warum wird die Person wütend? Egal ob Mann oder Frau. Ja? Ich rede jetzt nicht für die Frau, setze mich nur für die Frauen ein, sondern ich rede allgemein. Das ist auch ein Ratschlag an die Frau, weil meistens sind die Männer am Ausrasten, die tendieren eher dazu. Stell die Frage, warum ist das so? Und meistens kann man immer alles klären mit Kommunikation, Respekt und indem man sich in die Lage des anderen hineinversetzt. Und das sollte möglich sein, denn Allah sagt, sie sind euch ein Gewand und ihr seid ihnen ein Gewand. Die Frauen sind ein Gewand für uns und wir sind ein Gewand für sie. Was gibt dir ein Gewand? Warum Gewand? Ein Gewand gibt dir Wärme, gibt dir Schutz. Und so sollten wir uns gegenseitig Schutz geben. Die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen sind die einen, die Schützer der anderen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.